A3.0. Die nebenstehende Skizze zeigt die gleichseitigen Dreiecke ABC und FGC mit den zugehörigen Höhen CD und CE. Es gilt, F liegt auf AC, G auf BC, AB und FG sind parallel, CD schneidet FG im Punkt E und zusätzlich wissen wir, CE ist 2,3 mal Wurzel 3 cm und die Länge von DE ist gleich 2 mal die Länge von CE. Soweit zu den Angaben. 3.1. Berechnen Sie die Seitenlänge A des gleichseitigen Dreiecks ABC. Also markieren wir erstmal, was berechnet werden soll. Das wäre diese Seitenlänge A, wobei das im gleichseitigen Dreieck ja eigentlich nicht so wichtig ist, weil alle Dreieckseiten gleich lang sind. Also wichtige Eigenschaft hier schon mal, können wir gleich markieren, gleichseitiges Dreieck. So, als nächstes kann man natürlich mal in der Formelsammlung nachschauen, was steht da drin über gleichseitige Dreiecke, beziehungsweise vielleicht weiß man es schon auswendig. Da finden wir hier zum Beispiel in der Formelsammlung auf Seite 8 die ganzen Hinweise. So, Flächeninhalt brauchen wir nicht, aber die drei oben können vielleicht interessant sein. Alle drei Seiten sind gleich lang, das haben wir schon erwähnt. Nächste Eigenschaft, Alpha gleich Beta gleich Gamma gleich 60 Grad. Das bedeutet, alle drei Winkel sind gleich groß. Hier haben wir einen 60 Grad Winkel, hier haben wir einen 60 Grad Winkel und hier oben haben wir einen 60 Grad Winkel. So, und zusätzlich gibt es noch die Formel H ist gleich A durch 2 mal Wurzel 3. Zu der komme ich später nochmal. Also, jetzt gilt die Überlegung, wie kann ich die Strecke BC, also meinen kleinen a, ausrechnen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Formel, die hier gerade angeschrieben ist, die erkläre ich gleich nochmal. Die zweite Möglichkeit wäre, wenn man sucht sich wieder entsprechende Dreiecke, in denen man viel rechnen kann. Für die Strecke BC, beziehungsweise klein a, liegt in folgendem Dreieck drin. Nämlich im Dreieck DBC. Wenn ich das so aufteile, habe ich den Vorteil, es ist ein rechtwinkliges Dreieck, damit gelten die Sätze Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Und den Winkel von 60 Grad, den kenne ich ja dadurch, dass das ein gleichseitiges Dreieck ist. Jetzt brauche ich noch eine zweite Größe, nämlich entweder die Strecke DC, also die Höhe vom Dreieck, oder die Strecke BD. BD kenne ich ja nicht, sonst wäre die Aufgabe schon gelöst, weil es genau die Hälfte der Seitenlänge ist. Also muss ich mich auf die DC stürzen, oder CD. Und wie bekomme ich die? Ja, da habe ich hier in den Angaben schon alles stehen. CE, weiß ich, ist 2,3 mal Wurzel 3 cm. Und DE ist nochmal das Doppelte. Wenn ich CE und DE zusammenzähle, erhalte ich genau die Strecke DC, die ich jetzt für das Dreieck brauche. Also, legen wir los. CD lässt sich berechnen aus CE plus DE. CE kennen wir ja schon mit 2,3 mal Wurzel 3. DE können wir nochmal hinschreiben. DE ist gleich 2 mal CE, also 2 mal 2,3 mal Wurzel 3. Und das sind 4,6 mal Wurzel 3. Für CD folgt daraus 2,3 mal Wurzel 3 plus 4,6 mal Wurzel 3. Kann man auch die Wurzel 3 ausklammern, sind 6,9 mal Wurzel 3. So, damit ist die CD bekannt. Schauen wir nach, welcher Satz funktioniert. Wir haben hier den Winkel, das ist die Hypotenuse, liegt gegenüber vom rechten Winkel. Und, mache ich so, Hypotenuse. Und gegenüber des Winkels, die Strecke kennen wir auch, das ist die Gegenkathete. Da müssen wir in der Formelsammlung nachschauen, bei den geeigneten Sätzen, welche funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse. Steht jetzt sogar noch drüber in der Formelsammlung. Sinus, Cosinus, Tangens und Sinus, Cosinus und Tangens. Und da muss man sich jetzt halt entsprechend die Sätze richtig zusammenlegen. In der alten Formelsammlung waren die besser hingeschrieben, tatsächlich mit Gegenkathete durch Hypotenuse. Und dann finden wir raus, das ist der Sinus. Ja, können wir in der kleinen Skizze in der Formelsammlung nachschauen, welcher das sein könnte. Also kann man es über den Sinus berechnen. Daraus folgt also für klein a Sinus vom Winkel, das waren die 60 Grad. Ich schreibe es erstmal ausführlich, Sinus von CBD, CBA.
das gleiche, ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Gegenkathete ist die Strecke CD und die Hypotenuse ist die Strecke BC. So, setzt man bekannte Größen ein. Sinus von 60 ist gleich CD, haben wir hier 1 drüber stehen, 6,9 mal Wurzel 3, geteilt durch die Strecke BC, die wir herausfinden wollen. Oder klein a, schreibe ich ja vielleicht noch das BC drunter, damit man weiß, dass die beiden gleich lang sind, die gleichen Strecken sind. So, das kann man jetzt entweder solvern oder per Umformung lösen. Ich mache es jetzt per Umformung. Ich multipliziere mit DE und teile durch Sinus 60, sodass im Prinzip hier unten der Nenner da oben hinkommt und der Nenner von oben rechts unten hin. Und dann folgt BC ist gleich 6,9 mal Wurzel 3 geteilt durch Sinus 60. Das kann ich jetzt in jeden Taschenrechner eintippen. Und dann sollte eigentlich auch schon das richtige Ergebnis rauskommen. Es kann nur sein, dass wir einen anderen Lösungsweg benutzt haben und deswegen eine kleine Abweichung in den Kommastellen bekommen. Na, in dem Fall bekommt sogar genau 13,8 cm raus. Also das, was in der Zwischenlösung steht. Hier passt 13,8. So, die zweite Lösung erkläre ich jetzt noch schnell. Das geht jetzt hier mit der zweiten Formel. Nämlich im gleichseitigen Dreieck gilt genau diese Formel, h ist gleich a durch 2 mal Wurzel 3. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dieses CD ist ja nichts anderes als die Höhe des gleichseitigen Dreiecks. Also kann man wie folgt vorgehen. Man nimmt die Formel, h ist gleich a durch 2 mal Wurzel 3 und setzt jetzt für dieses h oben die Strecke CD ein, die wir hier berechnet haben. 6,9 mal Wurzel 3. Ist gleich a halbe mal Wurzel 3. Und jetzt sieht man schon vielleicht, was hier passiert. Die Wurzel 3, die lösen sich, heben sich gegenseitig auf, ja, indem ich hier geteilt durch Wurzel 3 rechne. Dann bleibt übrig, 6,9 ist gleich a halbe. Das halb, ein halb unten, beziehungsweise die 2 im Nenner kriege ich weg, indem ich die ganze Gleichung noch mit 2 multipliziere. Und dann kommt ebenfalls die 13,8 cm ist gleich a. Also das wäre die zweite Möglichkeit. Welche man davon benutzt, steht einem ja, offen.